Hey und herzlich willkommen zum ersten Video meiner neuen Videoreihe, kann man das so sagen? In dieser Videoreihe soll es rund um das Thema Mods gehen, also ich werde euch verschiedene Mods vorstellen, erklären, wie ihr die alle installieren könnt und was man dann mit ihnen anfangen kann. Und ich habe mir jetzt heute für das erste Video den MC Command Center Mod rausgesucht, weil das für mich und ich denke für viele andere auch einfach der Must-Have-Mod schlechthin ist. Was ist der MC Command Center Mod jetzt überhaupt? Also das ist ein Allrounder-Mod, mit dem es einem eben möglich ist, super viele Einstellungen an seinem eigenen Spiel vorzunehmen. Also man kann da wirklich alles Mögliche einstellen und verändern. Und ich möchte euch heute so ein bisschen erstmal zeigen, jetzt wie man den eben installiert und dann, was ihr damit so für verschiedene Dinge einstellen könnt, was ihr damit so machen könnt. Also der ist wirklich super vielfältig. Ich werde auch definitiv nicht alles erklären können, einfach weil ich vieles selber gar nicht verstehe, aber auch weil der Mod einfach so umfangreich ist, dass ich es gar nicht schaffen würde, alles jetzt zu erklären in einem Video. Viele Module von diesem Mod sind generell sowieso so ein bisschen irrelevant geworden, da es ja vor kurzem erst, also gar nicht so lange her, vom Spiel selber ein Update gab, mit dem diese Nachbarschaftsstories oder wie die heißen, keine Ahnung, dazugekommen sind, also dass die nicht gespielten Haushalte auch so ein bisschen, ja, eine Story bekommen, dass sie heiraten können, Kinder kriegen können, zusammenziehen können, was weiß ich, also da gibt es jetzt sehr viele Möglichkeiten. Und vor diesem Update hat das eigentlich dieser Mod hier immer ganz gut geregelt und deswegen werde ich auch trotzdem auch diese Möglichkeiten nochmal dann vorstellen. Aber wie gesagt, nicht alles, weil es einfach super viel ist und super kompliziert und genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt an, weil ich will wahrscheinlich sowieso super viel in diesem Video labern. Step 1 ist natürlich, wir müssen den Mod jetzt erstmal runterladen und dafür gebt ihr einfach bei Google ein MC Command Center Mod und dann den ersten Link, dann kommt ihr hier auf die Seite von Deadapool, das ist der Creator von diesem Mod und dann gelangt ihr eben auf diese Seite, wo ich jetzt eben gerade schon drauf bin. Ihr geht jetzt hier auf MCC Downloads und hier seht ihr dann die aktuelleren Versionen und hier ganz oben ist immer die aktuellste Version. Genau, und jetzt seht ihr hier zwei verschiedene Dateien. Also das hier MC Command Center, hier jetzt aktuell 2022. 1.2, das ist der Hauptmod, also das ist so das, wo ihr dann die ganzen Einstellungen treffen könnt. Und ihr könnt optional auch noch dieses Modul hier runterladen. Über dieses Modul könnt ihr nämlich auch noch ein paar Techtelmechtel-Einstellungen verändern, weil ja eben manche nicht in die Richtung spielen wollen, deswegen ist es natürlich optional, also das müsst ihr nicht runterladen, ihr könnt auch einfach nur den runterladen, aber ich habe auch beide runtergeladen und dann müsst ihr einfach nur hier draufklicken und dann lädt sich der Mod eigentlich von selber schon runter und das gleiche könnt ihr dann eben auch mit diesem Modul machen. Und das war es auch eigentlich schon auf dieser Seite. Ihr müsst jetzt auch keinerlei Übersetzungen oder sonst was runterladen, denn dieser Mod hat die Übersetzungen schon automatisch drin. Das heißt, wenn ihr euer Spiel auf Deutsch spielt, dann ist auch der Mod auf Deutsch. Spielt ihr das auf Englisch, ist der Mod auf Englisch und so weiter. Genau, jetzt können wir hier das Fenster schließen und dann sind die Dateien eben auch in eurem Downloads-Ordner. Jetzt braucht ihr ein Entpackungsprogramm, denn die beiden Dateien sind noch hier in einem Zip-Ordner verpackt. Und da braucht ihr jetzt eben so einen Entpacker, da könnt ihr euch entweder 7-Zip oder WinRAR oder wie auch immer man das ausspricht, runterladen. Ich packe euch die beiden Links mal in die Videobeschreibung. Da sucht euch einfach einen aus. Ich glaube, ich habe 7-Zip. Das ist beides kostenlos. Das könnt ihr euch runterladen. Und so könnt ihr auf die Dateien zugreifen. Und dann könnt ihr das hier einmal mit einem Rechtsklick und dann auf weitere Optionen anzeigen. 7-Zip und dann hier entpacken oder entpacken nach und dann öffnet sich der neue Ordner. Bei mir geht es jetzt irgendwie auch so, dass ich einfach draufklicken kann und dann bin ich auch schon drin. Und genau, dann seht ihr eben hier und genau, dann seht ihr hier bei dem normalen, mach jetzt mal hier kurz größer, verschiedenste Dateien, also Skriptdateien und Package-Dateien und auch hier sind einmal Package- und Skriptdateien. Jetzt ist eigentlich ganz einfach, ihr geht jetzt hier auf euren Sims 4 Ordner, dann ist es ganz wichtig, immer wenn ihr neue Mods installiert, würde ich immer diese Datei hier rausnehmen und dann geht ihr hier in euren Mods-Ordner. Wenn ihr Custom Content oder Mods benutzt, dann ist hier auch was drin, ansonsten ist der glaube ich leer und dann könnt ihr hier wieder auf eure Downloads gehen und einfach hier alle Dateien markieren und einfach hier reinziehen und hier reinkopieren. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich eben den Mod schon installiert habe und es war auch schon die große Kunst dahinter, also es geht eigentlich echt super einfach. Und genau, das Einzige, was jetzt bei euch wahrscheinlich noch nicht drin ist, wenn ihr den Mod gerade das erste Mal installiert, ist diese Datei hier. Das ist eine Konfigurationsdatei, die sich automatisch erstellt, wenn ihr mit diesem Mod dann im Spiel selber eben Einstellungen vornimmt. Die speichern sich eben hier in diese Datei und sollte das eben mal sein, dass der Mod geupdatet wird, dann könnt ihr einfach alle Dateien rauslöschen, die neuen Dateien reinziehen oder halt auch einfach ersetzen. Und wenn ihr dann eben diese Datei nicht löscht, sondern einfach drin lasst, dann sind eure Einstellungen, die ihr eben vor dem Update schon getroffen habt,
die bleiben dann gleich, also die verändern sich dann eben nicht. Und dann müsst ihr nicht alles von vorne einstellen wieder. Und deswegen das hier auf keinen Fall löschen, wenn ihr eure Einstellungen behalten wollt nach einem Update. Das war's auch schon. So habt ihr den Mod jetzt schon installiert. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal ins Spiel und zeige euch jetzt, was ihr damit machen könnt. So, wir befinden uns jetzt im Spiel. Ich bin jetzt einfach mal in irgendeinen random Haushalt reingegangen. Und um jetzt auf die Einstellungen zugreifen zu können und die verändern zu können, braucht ihr einen PC. Und dann klickt ihr da drauf. Und dann müsst ihr hier auf MC Command Center draufklicken. Und dann sollte sich diese Übersicht hier einmal öffnen. Wie ihr seht, und ich auch vorher eigentlich schon erwähnt habe, man kann mit diesem Mod super viel verschiedene Sachen einstellen und verändern. Genau, wir werden es jetzt einfach mal Schritt für Schritt durchgehen, würde ich sagen. Also wir fangen jetzt mal hier direkt ganz oben an mit den MCC-Einstellungen. Und dann gelangt ihr hier zu dieser Seite. Das erste, Autospeichern. Da könnt ihr eben einstellen, wenn ihr wollt, dass euer Spiel automatisch gespeichert wird, immer mal wieder zwischendurch, falls ihr das öfter vergesst und Angst habt, euer Spiel stürzt ab zum Beispiel oder sowas, könnt ihr das eben einstellen, dass euer Spiel sich eben automatisch ab und zu speichert. Dann zu Beziehungseinstellungen. Es gibt hier einmal Beziehungsauslese. Also die Freundschaftsleisten zum Beispiel, die gehen ja mit der Zeit, wenn Sims nicht miteinander interagieren, die gehen ja immer weiter zurück. Und wenn ihr das nicht wollt, also wenn ihr wollt, dass die Leisten immer stabil bleiben, dann könnt ihr das nämlich hier auswählen. Und wenn ihr das hier auswählt, dann benutzt ihr sozusagen diese, das nennt man Beziehungsauslese, dann benutzt ihr das, was ihr euch selber einstellt und hier das von EA und das ist eben das normal ausgewählte, also dass es eben Stück für Stück runtergeht, diese Balken. Und hier könntet ihr dann eben selber einstellen, wie schnell oder langsam diese Balken zurückgehen sollen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Dann Einzugseinstellungen. Ja, der Name erklärt sich eigentlich auch von selber. Also hier kann man eben alles Mögliche einstellen. Ab wann ein Sim zu einem anderen Sim ziehen kann. Also eben hier eine Altersstufe kann man hier festlegen. Hier könntet ihr dann einstellen, ab wann diese Interaktion verfügbar sein soll. Also ab welchem Beziehungslevel eben. Und hier könnt ihr eben auch nochmal hier so einen Prozentsatz festlegen, wie viele Pärchen so von selber zusammenziehen sollen. Dann, wenn ihr jetzt hier bei Beziehungsauslese diese Einstellung hier gewählt habt, dann könnt ihr hier eben Prozentsatz, Abbau, Romantik und Freundschaft, also die beiden verschiedenen Leisten, auswählen. Und dann könnt ihr hier eingeben, wie schnell oder wie langsam diese Leiste eben zurückgehen soll. Und dann seht ihr auch immer hier Minimalwert, Maximalwert und Standardwert. Also normal ist eben 100%. Das ist eben das, was von EA eben die normale Geschwindigkeit ist. Ihr könnt es auf bis zu 500% hochstellen. Dann gehen diese Balken viel schneller zurück. Oder ihr setzt es auf 0, dann gehen die Balken gar nicht zurück. Und das geht eben für den Romantik- und für den Freundschaftsbalken. Genau, dann könnt ihr auch hier Schwierigkeitsgrad für die beiden Balken auch nochmal anpassen. Also wie langsam oder schnell soll es eben gehen, dass sich diese Balken erst aufbauen. Oh, jetzt habe ich es zugemacht. Moment. Also da seht ihr auch wieder immer maximal, minimal Wert. Und dann lest euch einfach den Text dazu, wenn euch das interessiert. Und genau, dann gibt es hier noch eine Möglichkeit, Teenager-Elternschaft erlauben. Also dass auch Teenager zum Beispiel schwanger werden können. Das ist ja normal im Spiel nicht möglich, aber durch den Mod wäre das zum Beispiel auch möglich. Aber wenn ihr zum Beispiel das aktiviert, dann braucht ihr auch den MC-Woohoo-Teil. Und da müsst ihr nämlich auch noch was einstellen. Dazu komme ich dann auch nochmal. Genau, und dann hier Trennungseinstellungen. Da könnt ihr eben das auch alles nochmal einstellen. Also sollen Kinder nach einer Trennung mitgenommen werden, sollen die ausziehen, zu welchem Elternteil soll sie ziehen, welcher Sim soll ausziehen bei einer Trennung. Hier könnt ihr dann die prozentuale Chance einstellen, dass sich ein Pärchen von selber trennt oder vielleicht eine bessere Beziehung entwickelt oder eine schlechtere Beziehung, also dass sich der Balken da verändert bei Sims, die jetzt nicht aktiv spielt und hier auch, wie sich bei Ehepärchen eben verhalten soll, das Ganze. So, dann das nächste ist Dauer-Altersspanne festlegen. Das ist zum Beispiel was ich auch sehr aktiv immer nutze. Hier könnt ihr erstmal zwischen Hund, Katze, Mensch wählen. Ich gehe jetzt mal hier auf Mensch. Und dann könnt ihr hier für jedes Alter einstellen, wie lange ein Sim in diesem Alter eben bleiben soll. Und dann steht auch immer hier Minimal- und Maximalwert. Und auch der Standardwert, der hier von EA für die normale Lebensdauer vorgesehen ist. Und dann könnt ihr das hier auch nochmal selber anpassen. Und das könnt ihr auch für Katzen und Hunde machen. Dann zu den Geldeinstellungen. Also hier zum Beispiel könnt ihr, ich fange mal hier unten an, eure Rechnungen prozentual verändern. Also dass die Rechnungen vielleicht höher oder geringer werden. Hier, dass die Rechnungen eben automatisch bezahlt werden. Dann, wie hoch die Mieten sein sollen. Das könnt ihr auch nochmal einstellen und verändern. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Denn hier könnt ihr eben aktivieren, dass wenn euer Sim zum Beispiel ein Kind mit einem Partner hat, das nicht im Haushalt lebt, dass der Partner dann sozusagen Unterhalt bezahlt. Beziehungsweise, wenn euer Sim ein Kind hat, was nicht in seinem Haushalt lebt, dass er dann sozusagen Unterhalt bezahlen muss. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und das habe ich hier eben auch aktiviert. Hier könnt ihr dann auch nochmal was einstellen, aber normalerweise
Interesse, könnt ihr einfach sagen, ihr wollt's oder ihr wollt's nicht. Dann könnt ihr auch hier nochmal das Kindergeld selbst verändern. Ich habe das aber hier auf dem Standardwert einfach gelassen. Dann könntet ihr hier zum Beispiel auch Kindern erlauben, Rechnungen zu bezahlen. Dann haben wir hier als nächstes Mitteilung, Konsole, Menüeinstellungen. Das benutze ich eigentlich auch nie, aber ihr könntet euch da auch einfach mal reinlesen. Also ich finde, mittlerweile stehen eigentlich überall auch ganz gute Texte immer dabei. Und es steht eigentlich immer da, was ihr da verändern könnt. Ich glaube, da kann man auch zum Beispiel einstellen, hier Einstellungen, Konsolenbefehle ist es, glaube ich, dass man eben hier verschiedene Cheats, die wir sonst immer, also man macht ja hier seine Tastenkombination am PC und dann öffnet sich ja hier oben die Cheat-Leiste und dann geben wir da immer unsere Cheats ein. Hier Testing, Cheats, True, BB, Move, Objects, die ganzen Cheats, die man da eben eingeben kann. Und die muss man ja alle auch erstmal aktivieren. Und hier könnte man das eben schon direkt einstellen, dass es halt automatisch aktiviert immer ist. Also zum Beispiel hier Testing Cheats ist ja deaktiviert. Wenn ihr hier das aktiviert, dann müsst ihr das nicht immer wieder neu eingeben jedes Mal, sondern es ist automatisch aktiviert, sobald ihr das Spiel startet. Und das könnt ihr eben hier auch mit verschiedenen anderen Cheatcodes machen. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum letzten. Das sind hier die Spieleinstellungen. Und ich schaue jetzt mal kurz durch, was ich da so benutze. Also hier könnt ihr natürlich hier auch alles wieder einstellen. Hier Geschwindigkeitsfaktor für die Änderung der Charakterwerte. Also wie schnell soll sich das ändern? Wie schnell sollen die Charakterwerte steigen oder fallen und so weiter? Dann könntet ihr hier eine Liste anfertigen von Fähigkeiten, die ihr nicht in dem Spiel haben wollt. Dann könntet ihr hier einstellen, wie viel Buchstaben eben maximal in einem Namen drin sein dürfen. Das ist zum Beispiel auch ganz cool. Und zwar könnt ihr hier die maximale Haushaltsgröße ändern. Das ist zum Beispiel auch was, wofür sehr viele diesen Mod eben brauchen, sage ich mal. Also normalerweise ist es ja so, dass man in Sims selber eigentlich maximal 8 Sims in seinem Haushalt haben darf. Und hiermit könntet ihr das eben verändern. Also hier steht auch Standardwert 8 und ihr könnt es auf bis zu 104 verändern, also dass ihr bis zu 104 Sims in einem Haushalt haben könnt. Ich habe jetzt hier 25 eingestellt. Mit zu vielen würde ich auch nicht spielen, weil dann funktioniert das nicht so gut und dann entstehen viele Bugs und sowas. Aber wenn ihr jetzt mal mit, keine Ahnung, 10 Sims oder so in einem Haushalt spielt, dann funktioniert eigentlich noch alles ganz normal. Das Einzige, und da müsst ihr jetzt aufpassen, ihr könnt, wenn ihr einen Haushalt habt, der mehr als 8 Sims beinhaltet, nicht über den normalen Weg in den Create-a-Sim-Modus gehen, sondern, ich zeige es euch einfach gleich, und zwar, wir tun es einfach mal so, wir hätten jetzt hier 10, 11, 12 Sims im Haushalt, also mehr als 8 auf jeden Fall, und ihr wollt jetzt aber hier an dieser Simin etwas verändern, dann klickt ihr einmal auf sie drauf und dann erscheint auch hier das MC Command Center Dings und dann drückt ihr da einmal drauf. Hier könnt ihr, wie gesagt, auch wieder 20.000 Sachen einstellen, da komme ich auch nochmal dazu. Und dann auf gar keinen Fall hier drauf klicken, sondern dann geht ihr hier auf Sim-Kommandos und dann hier in der Stelle ein Sim ändern. Denn wenn ihr jetzt da drauf klickt, dann geht wirklich nur der Sim, den ihr ausgewählt habt, in den Create-a-Sim-Modus. Und dann könnt ihr die Sims eben einzeln verändern, weil würdet ihr jetzt mit eurem gesamten Haushalt in den Create-a-Sim-Modus gehen, dann werden nur 8 Sims registriert und würdet ihr das Ganze dann speichern, sind einfach alle anderen Sims, die zu viel sind sozusagen, werden einfach weggelöscht und dann bekommt ihr die nicht mehr wieder und das wäre sehr schade. Deswegen da auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr das macht, und ansonsten funktioniert es eigentlich einwandfrei. Und genau, das habe ich auch keine Ahnung, das benutze ich eigentlich alles nicht. Hier könnt ihr auch nochmal die Spielgeschwindigkeit ändern, also wie lang soll ein Sim-Tag sozusagen dauern, das benutze ich aber auch nicht, weil bei den ganzen Sachen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das nicht was auch am Spiel selber kaputt machen könnte. Dann hier vernachlässigtes Kind adoptieren, das ist, wenn Sims sich nicht um ihr Kind gut kümmern, dann wird das ja weggenommen und dann ist es normalerweise für immer weg. Und so ist es möglich, ein Kind, was einem Haushalt sozusagen weggenommen wurde, dann irgendwann später zu adoptieren. Genau, und hier zufälliges Altern anwenden. Also wenn wir eben festgelegt haben, wie viele Tage die Sims in verschiedenen Altersstufen verbringen sollen, dann könnte man hier zufälliges Altern anwenden machen, damit nicht alle am selben Tag Geburtstag haben. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir starten ein neues Spiel, haben zwei junge Erwachsene, dann hätten die ja am selben Tag Geburtstag, weil die ja ihre, keine Ahnung, sagen wir mal 30 Tage hier leben. Also nicht leben, 30 Tage junge Erwachsene sind. Dann hätten sie nach 30 Tagen beide Geburtstag. Und hättet ihr das jetzt aktiviert, dann hat halt einer ein paar Tage weniger. Also lebt nicht die kompletten 30 Tage als junger Erwachsener, sondern zum Beispiel nur 28. Genau, das könntet ihr hier auch aktivieren. So, dann, man könnte jetzt hier zum Beispiel auch noch irgendwelche Einstellungen zum Create-a-Sim-Modus treffen, aber ich habe das, also das zum Beispiel benutze ich gar nicht. Ich benutze eigentlich allgemein, glaube ich, das hier und das hier und das hier. Und das und das. Also ich benutze eigentlich diese ganzen Einstellungen gar nicht. Da kenne ich mich jetzt auch gar nicht so gut aus. Wenn ihr da aber Fragen dazu habt, dann lese ich mich da gerne mal ein. Und dann kann ich euch auch eure Fragen beantworten. Aber das benutze ich eigentlich selber nicht. Außer vielleicht eben das hier. Also hier könnt ihr eben auch nochmal einstellen. Hier ein Prozentanteil, wie viele Teenager in der Stadt eben einen Job haben sollen. Wie viele Erwachsene einen Job haben sollen. Wie viele Prozent Senioren einen Job haben sollen. Hier könntet ihr zum Beispiel einstellen, dass Kinder oder Teenager auch einfach die Schule verlassen können. Dann wie
schnell soll es gehen, dass man in der Karriere aufsteigt? Wie schnell sollen die Hausaufgaben erledigt werden? Wie schwierig soll die Universität sein? Und wie schnell soll man die Uni-Hausarbeiten erledigen können? Da könnt ihr das alles verschnellern, verlangsamen, erschweren, erleichtern. Genau, da könnt ihr euch auch ein bisschen durchklicken. Und die anderen, die benutze ich eigentlich gar nicht. So, und jetzt kommen wir hier zu dem Nachbarschaften verwalten. Wir gehen jetzt als erstmal hier in die Umzugseinstellungen. Hier könntet ihr zum Beispiel jetzt einstellen, dass auch Sims, die eben als nicht in Welt markiert sind, dass sie zum Beispiel einziehen zu anderen Sims einziehen, in leerstehende Häuser einziehen oder dass sie vielleicht zu einem Partner ziehen. Das könnt ihr hier einstellen, ob das geht und dann wie viel Prozent da eben einziehen sollen. Dann könnt ihr hier einstellen, dass Senioren automatisch ausziehen und dann auch als nicht in Welt markiert sind. Aber wie gesagt, da ändere ich eigentlich auch nie was. Aber ich erwähne es halt trotzdem kurz, falls es jemanden von euch interessiert. Aber ich persönlich ändere eigentlich auch nie was. Genau, und dann könnt ihr hier zum Beispiel nochmal einstellen, wie viele Haustiere in einem Haushalt sein dürfen maximal. Dann hier leere Häuser, wie viele Häuser leerstehend bleiben sollen. Hier könntet ihr dann eben auch noch einstellen, wie viele Sims automatisch, also maximal automatisch generiert werden sollen. Also eben diese Nicht-in-Welt-Sims, die dann einfach random immer generiert werden. Dann Populationseinstellungen. Hier könnt ihr alle möglichen Prozentsätze eingeben, wie die Bevölkerung in eurer Sims-Welt sozusagen verteilt sein soll. Hier könnt ihr verschiedene Barnächte, also da gibt es ja immer mal wieder eben diese Barnächte. Und da könnt ihr die, die euch nerven, einfach ausblenden. Und dann kommen wir zu MC Pregnancy. Wir fangen mal wieder oben an bei Adoptionseinstellungen. Hier könnt ihr einstellen, ob adoptierte Kinder ihre Nachnamen ändern sollen, also anpassen sollen oder nicht anpassen sollen. Hier könnt ihr eingeben, welche Altersgruppen zur Adoptionsauswahl freistehen sollen. Hier könnt ihr den Prozentsatz einstellen, wie wahrscheinlich es sein soll, dass ein verschiedengeschlechtliches Paar ein Kind adoptiert. Hier könnt ihr das gleiche eben für gleichgeschlechtliche Paare einstellen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Schwangerschaftseinstellungen. Das ist hier ein bisschen doof sortiert, weil das eben nach Alphabet sortiert ist. Kommen wir zuerst mal hier, Auswahl schwangerer Sim. Hier könnt ihr erstmal alles Mögliche dazu auswählen, wer überhaupt schwanger werden kann. Also hier zum Beispiel gültige Altersstufen. Dann könntet ihr hier männliche Schwangerschaften aktivieren. Das habe ich jetzt aber nicht aktiviert. Hier könnt ihr verschiedene Prozentsätze einstellen, wie hoch die Chance sein soll, dass Sims in diesen verschiedenen Altersstufen eben schwanger werden. Und ihr könnt auch eben bei solchen Einstellungen hier immer auf gespielte Haushalte umgehen. Das könnt ihr immer aktivieren. Das heißt, dass eben, wenn dieser Mod sozusagen das Spiel durchsucht nach Sims, die jetzt potenziell schwanger werden könnten, dass eben die gespielten Haushalte davon ausgeschlossen sind, dann könntet ihr hier zum Beispiel auch aktivieren, dass die Sims, die als nicht in Welt markiert sind, dass die auch Kinder kriegen können. Dann andere Schwangerschaft, da könnt ihr nämlich auch nochmal ein paar Sachen einstellen. Hier könnt ihr die Schwangerschaftsdauer verändern, also wie lange der Sim schwanger sein soll. Dann könntet ihr hier auch Stimmungsschwankungen aktivieren, deaktivieren, wie lange die anhalten sollen. Dann hier zum Beispiel einen Prozentsatz festlegen, wie viele Sims automatisch heiraten sollen, wenn sie zusammen ein Kind bekommen. Genau, und dann könnt ihr hier noch bei Nachkomme zum Beispiel auch noch ein paar Sachen einstellen. Also hier könnt ihr die Chance einstellen, dass Zwillinge die identischen Gene bekommen. Dann wie viele Kinder maximal in einem Haushalt sein dürfen. Dann das nächste ist auch sehr interessant, wie viel Babys ein Sim maximal auf einmal bekommen kann. Und da kann man eben hier bis zu 6 einstellen. Also normal ist ja eben, dass man maximal Drillinge bekommen kann. Ich weiß gar nicht, warum ich das auf 6 eingestellt habe, um Gottes Willen. Dann könnt ihr einstellen, dass ein Sim Merkmale von den Eltern vererbt sozusagen. Und hier könnt ihr eben jetzt auch nochmal ein paar Einstellungen für Haustierschwangerschaften machen. Aber da ändere ich eigentlich auch nie was. Ah genau, und es gibt auch noch hier Auswahl Partner-Sim. Also das ist einfach halt die Einstellung zu dem anderen Part und da kann man auch wieder hier Altersstufen festlegen, hier zum Beispiel auch Prozentsätze für Affären, also wie wahrscheinlich das ist, dass zum Beispiel, wenn jetzt der Partner fremd geht, dass dann der irgendwie anders schwängert, dann kann man hier Geschlechter einstellen und ob es nur derselbe Kulttyp sein soll oder auch nur dieselbe Altersstufe, habe ich glaube ich schon gesagt und genau, da könnt ihr auch nochmal ein paar Einstellungen treffen. So, und dann jetzt zu den Heiratseinstellungen, da kann man jetzt auch wieder machen, hier das Ehegatten manuell umbenannt werden, also dass sie sich die Nachnamen automatisch anpassen, dass sie automatisch zusammenziehen, dass auch Gleichgeschlechtliche direkt umbenannt werden und so weiter. Also das kann man hier einstellen. Und dann hier unten kann man eben Sim-Auswahl Heirat und Sim-Auswahl Ehepartner machen. Da kann man ja auch nochmal Prozentsätze einstellen, gültige Altersstufen, dass man nur auf derselben Altersstufe heiraten darf. Oder man kann hier eben auch deaktivieren, dann können zum Beispiel eben auch Senioren mit jungen Erwachsenen heiraten oder so. Aber wie gesagt, das sind eigentlich alles Einstellungen, die benutze ich eigentlich auch nie. Und dann kann man hier eben das gleiche nochmal hier für allgemein einstellen, also wie viel Prozent überhaupt heiraten sollen von selber und so weiter und so fort. Also eigentlich alles dieselben Einstellungen wie bei der Schwangerschaft, bloß halt eben, dass es da ums Heiraten geht. Und
ja, das sind eigentlich auch fast alles Einstellungen, die jetzt irrelevant geworden sind durch die Spielupdates. Aber wenn man da wirklich nochmal selber irgendwas ändern möchte, dann, wie gesagt, kann man das hier gerne machen. Und ein paar Kleinigkeiten kann man da eben schon noch anpassen. So, dann MC Tuner, Verhalten und Autonomie. Fangen wir auch hier direkt wieder mit dem ersten an, Interaktionsverhalten ändern. Und das ist der Ort, an dem ihr viele Sachen deaktivieren könnt, die viele Sims-Spieler sehr nerven im Gameplay. Also zum Beispiel hier emotionale Todesfälle. Das ist eben das, dass ein Sim zum Beispiel vor Beschämung, vor Wut oder vor Verspieltsein gibt es, glaube ich, noch. Genau, dass ein Sim dadurch sterben kann, das könnt ihr zum Beispiel deaktivieren. Hiermit könnt ihr auch Kindern erlauben, sich um Babys zu kümmern, dass sie die auch füttern können und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel auch, finde ich, eine sehr coole Einstellung. Und zwar könnt ihr hier aktivieren, dass ein Sim mehrere beste Freunde haben kann. Also normalerweise, hier könnt ihr es möglich machen, dass ein Sim über das freundliche Interaktionsmenü einen anderen Sim fragen kann, ob der Single ist oder vergeben. Hier kann man eben auch einstellen, dass man freundlich nachfragen kann, ob ein Sim bei einem übernachten möchte. Dann kann man hier auch einstellen, dass Küsse immer verfügbar sind, also dass die immer in diesem Romantik-Interaktionsmenü auftauchen. Das ist auch sowas, es hat mich so sehr genervt, bevor ich diesen Mod runtergeladen habe. Und zwar diese Monster unter den Kinderbetten. Es hat mich so genervt, weil es wirklich fast jede Nacht war. Und das könnt ihr deaktivieren und dann passiert es nicht mehr. Hier bei Reparatur Bücher weglegen, da wird nochmal ein bisschen mehr darauf geschaut, dass Sims, wenn sie zum Beispiel was gelesen haben, dass sie das Buch dann auch wieder zurück ins Regal stellen und nicht einfach irgendwo liegen lassen. Dann, wenn ihr das hier aktiviert, sofortige Upgrades erlauben. Dann könnt ihr Objekte upgraden, also zum Beispiel jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was kann man da machen, den Kühlschrank oder so upgraden. Dafür braucht ihr dann kein bestimmtes Level oder auch keine bestimmten Tuning-Teile. Dann eben, dass Teenager auch einziehen oder ausziehen dürfen. Dann hier könnt ihr das deaktivieren, diese Stimmung, die man bekommt, wenn man sieht, dass ein Sim stirbt. Dann bekommt man ja so eine traurige Stimmung, die sehr lang anhält. Die könnte man hier auch deaktivieren. Und hier könnte man aktivieren oder deaktivieren, dass Sims, sobald sie in einer romantischen Stimmung sind, automatisch willkürlich anfangen zu flirten. Dann Interaktionsautonomie ändern. Hier könnt ihr dann einstellen, was der Sim sozusagen alles machen kann, wenn ihr die Selbstständigkeit aktiviert habt. Und Autonomie-Scan, keine Ahnung, benutze ich nicht. Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten. MC Woohoo, Techtelmechtel-Einstellungen. Hier kann man eben zum Beispiel die Teenager-Schwangerschaften erlauben, das kann man eben aktivieren. Und wenn man eben das und das von, was ich ganz am Anfang erzählt habe, wenn man die beiden aktiviert hat, nur dann geht das. Dann, dass auch Gleichgeschlechtliche zum Beispiel ein Baby machen können. Polygamie, also dass ein Sim mehrere Partner haben kann. Dass man Techtelmechteln kann, ohne dass man sich überhaupt kennt. Und so weiter und so fort. Dass hier Senioren Babys machen können. Dann hier Techtelmechtel-Schwangerschaft. Also hier könnt ihr eben Fruchtbarkeitsprozente und so weiter einstellen. Aber dafür habe ich auch ganz viele andere Mods. Die werde ich euch auch alle noch in anderen Videos vorstellen. Also alle möglichen Mods zu Schwangerschaften. Und zu dem Ganzen. Die werde ich euch nochmal in einem anderen Video vorstellen. Dann kann man hier nochmal irgendwelche Reaktionen einstellen, als zum Beispiel hier, dass sie keine Eifersucht empfinden, ja und so weiter. Also das könnt ihr da auch alles einstellen. Hier könnt ihr auch noch ein paar Sachen einstellen und was gibt es hier bei anderen Einstellungen? Genau, auch nochmal so ein paar Sachen zur Autonomie. Also da kann man eben auch nochmal vieles einstellen. Ich benutze es eigentlich hauptsächlich eben dafür, dass zum Beispiel auch Teenager schwanger werden können oder auch Senioren. Das ist ja auch manchmal ganz interessante Stories. Genau. Ich habe jetzt sehr viel geredet, es waren sehr viele Informationen. Also wie gesagt, wenn ihr dazu jetzt noch irgendwelche Fragen habt oder ihr habt konkrete Fragen zu bestimmten Einstellungen nochmal, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte auf jeden Kommentar, auf jede Frage und versuche euch da noch zu helfen. Also wenn ihr da irgendwie Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Genau, und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, was ihr bei den Sims selber noch auswählen könnt mit diesem Mod. Also da kann man noch so viel mehr mit diesem Mod machen, ich kann gar nicht alles erwähnen. Ich fange jetzt lieber erstmal damit an, was man noch am Briefkasten machen kann. Am Briefkasten, da kann man auch eben nochmal ein paar Cheats machen. Also hier, man kann zum Beispiel die Jahreszeit ändern, man kann einen Blitzschlag hervorrufen, man kann das Wetter ändern. Dann kann man hier Sachen löschen, keine Ahnung. Dann kann man hier die Bedürfnisse vom Haushalt erfüllen, vom ganzen Grundstück erfüllen und so weiter. Und hier auch noch die Zeiten ändern. Und jetzt noch zu dem, was man am Sim selber noch machen kann. Also wenn man eben auf sein Sim klickt, dann erscheint nämlich auch hier das hier. Dann könnt ihr nämlich hierüber zum Beispiel auch in den Create a Sim-Modus kommen mit eurem gesamten Haushalt, wie ich ja vorher schon kurz erklärt habe. Dann bei Sim-Kommandos, hier könnt ihr dann eben mit dem einzelnen Sim in den Create a Sim-Modus gehen. Hier könnt ihr das Alter verändern. Dann könnt ihr hier noch andere Sachen machen. Also es steht eigentlich alles da, was ihr da machen könnt. Dann zu den Teleport-Kommandos. Hier könnt ihr verschiedenste Sims, die es irgendwo in eurem Spielstand gibt, zu eurem aktiven Sim teleportieren oder eure
euren Sim zu denen teleportieren. Eigentlich auch ganz nützlich manchmal. Genau, und das hier benutze ich eigentlich auch nie. Dann könnt ihr auch hier wieder Sachen einstellen, die ich auch nie benutze. Dann auf MC Cheats. Das benutze ich eigentlich schon sehr oft. Da könnt ihr eben die Finanzen erhöhen. Und dann könnt ihr hier bei Sim Info cheaten. Da könnt ihr die Fähigkeiten einstellen. Also ihr könnt Zufallswerte einstellen. Ihr könnt aber auch alle Fähigkeiten maximieren, alle vergessen oder alle auf die gleiche Stufe setzen oder eben hier für jede Fähigkeit dann die einzelnen Stufen selber festlegen. Dann Cheats für Erweiterungspacks, da könnt ihr jetzt zum Beispiel hier, also ich habe jetzt nicht alle Packs, ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt, aber zum Beispiel mit dem Universitäten-Dings, da könnt ihr dann auch nochmal hier euch an die Uni einschreiben, einen speziellen Abschluss erhalten und so weiter. Das könnt ihr auch alles cheaten. Dann könnt ihr hier die Stimmung manipulieren, also ihr könnt hier Stimmungen entfernen, hinzufügen. Genau, hier Cheat für Gefühlsintensität, da könnt ihr auch nochmal einstellen, wie sich der Sim fühlen soll. Dann hier erhöhe Punkte, da könnt ihr eure Zufriedenheitspunkte erhöhen, wenn ihr euch da jetzt irgendwas kaufen wollt. Den Sim glücklich machen, dann erfüllen hier sich alle Bedürfnisse. Bestrebensziel vervollständigen, Bestreben zurücksetzen oder Sim zurücksetzen. Und dann hier bei MC Dresser, da könnt ihr zum Beispiel auch hier das Outfit jetzt wechseln. Dann kriegt ihr hier eine Übersicht über alle eure Outfits und könnt dann hier das Outfit darüber wechseln, ohne dass sie sich jetzt selber so umziehen muss, sonst wechselt sich dann automatisch. Und das alles benutze ich auch wieder nicht, alle anderen Einstellungen. Genau, dann hier zu MC Pregnancy. Hier könntet ihr jetzt zum Beispiel einmal hier Kinder auflisten. Dann kommen hier eine Liste mit all ihren Kindern, die sie eben hat. Sie hat jetzt nur ein Kind hier. Dann könnten wir hier nämlich auch einen Schwangerschaftsbeginn machen. Da könntet ihr dann eine Schwangerschaft sozusagen hercheaten. Da könnte ich jetzt irgendeinen Typen auswählen, von dem sie dann angeblich schwanger sein sollte. Und dann kann ich hier auswählen, wie viele männliche und weibliche Nachkommen sie bekommen soll. Oder ich lasse es eben frei. Dann kann man hier, wenn jetzt der Sim schwanger wäre, ich kann es ja auch einmal kurz machen, sie ist hier von dem Typen einfach mal schwanger. Dann könnte man hier einsehen, auch schon, wenn man es jetzt zufällig gemacht hat, dann könnte man hier eben sehen, von wem ist sie schwanger, mit wie viel Babys und welche Geschlechter haben die Babys, kann man hier auch sehen. Und in welchem Trimester sie sich befindet, das kann man hier zum Beispiel dann eben auch ändern. Also ich könnte jetzt direkt hier in die Wehen, okay, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich könnte jetzt direkt hier cheaten, dass sie jetzt in den Wehen ist, oder ich cheate sie hier wieder zurück ins erste Trimester. Dann könnte man jetzt hier zum Beispiel so, ich sehe, sie bekommt jetzt einen Jungen, ich möchte aber, dass sie ein Mädchen bekommt. Dann kann ich das hier einstellen, dass sie ein Mädchen bekommen soll. Und genau, hier Ende der Schwangerschaft. Damit könnte ich die Schwangerschaft wieder löschen. Dann kann man sie pausieren. Und dann könnte ich auch jetzt hier sagen, nee, er soll doch nicht der Vater sein. Mittendrin und einfach sagen, ein anderer Typ hier, der Mortimer ist jetzt der Vater. Genau, das kann man jetzt auch noch ändern. Ja, jetzt mache ich aber hier Ende der Schwangerschaft. Und dann kann man das auch einfach löschen. Und jetzt ist die Gute nie schwanger gewesen. Dann dieses Verhalten und Autonomie-Ding, das benutze ich hier eigentlich auch nie. Sim-Kennzeichnungen und hier das alles auch nicht. Beziehungen. Da kann man Beziehungen löschen, hier alle Beziehungen löschen. Genau, da kann man hier einfach auch zum Beispiel eine Beziehung hinzufügen. Wenn ich jetzt sage, hier der Bob Pancakes, der soll jetzt mein Vater sein, dann kann ich das hier zum Beispiel einstellen. Ist vielleicht für Storytelling ganz interessant. Genau. Und dann ansonsten, was kann man noch einstellen? Also ich könnte jetzt eben auch mit ihr auf andere Sims klicken. Jetzt habe ich hier nur ihren Sohn da. Ich weiß nicht, ob das da funktioniert. Okay, also ich könnte jetzt, wie gesagt, auf jeden x-beliebigen Sim draufklicken, den ich jetzt auch irgendwo auf der Straße sehe. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwer vorbeiläuft. Ah doch, hier ist jemand. Genau, also ich habe jetzt hier den Sim gefunden und ich möchte jetzt irgendwas über den herausfinden. Ich klicke ihn einfach an. Dann kann ich auch hier wieder in den MC Command Center reingehen. Und dann kann ich hier ein paar Daten über ihn schon mal rauslesen. Also in welcher Altersstufe der ist, wie lange der schon in dieser Altersstufe ist, ob er einen Partner hat, Kinder und wo er wohnt. Und dann kann man hier die gleichen Einstellungen machen, die ich auch bei meinem eigenen Sim dann machen kann. Und hier unten, wenn ich jetzt hier auf Beziehungen gehe, kann ich zum Beispiel jetzt auch hier scheiden lassen klicken. Dann hat er auf einmal keine Ehefrau mehr. Aber ich kann jetzt eben hier auch Beziehungslevel für Aktive festlegen. Und dann könnte ich jetzt hier draufklicken und sagen hier Freundschaft, wir sind jetzt Freunde. Und jetzt ist er auch hier in unserer Freundschaftsliste drinnen. Und das gleiche kann ich jetzt auch mit der Romantik eben machen. Das kann man jetzt auch hier, also hier sehe ich gerade, sie ist mit einer Eddie zusammen, Eddie Floyd. Dann kann ich jetzt hier auf sie draufklicken, auch eben über dieses Beziehungsmenü hier. Kann ich auch über sie Sachen nachlesen und kann auch hier, wenn ich wieder runtergehe, runterscroll auf Beziehungen klicken. Und kann auch hier nochmal das Beziehungslevel festlegen und sagen, nee, wir sind jetzt halt hier Feinde. Okay, das mache ich jetzt nicht, aber genau. Kann ich auch alles hier in diesem Bereich ändern. Okay, mit dem ist sie anscheinend verfeindet. Alles klar. Und das war jetzt so ein Speed-Durchlauf erstmal durch diesen Mod. Ich hoffe, es war relativ verständlich. Es ist halt eben super viel Information und super viele Einstellungen kann man eben damit machen. Der ist sehr umfangreich. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich versuche euch, soweit ich das kann, zu helfen. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch kein absoluter Profi drin. Aber wie gesagt, ich versuche
soweit es eben möglich ist, dann euch zu helfen. Und ich würde mich auch allgemein generell über Feedback freuen, ob ihr da Lust drauf hättet, dass ich jetzt öfter auch Videos zu Mods mache, wo ich Mods vorstelle, Mods erkläre und so weiter. Also lasst mich gern wissen, ob ihr überhaupt mehr Videos zu Mods sehen wollt. Und ja, bei Fragen gerne damit in die Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr voll gelabert. Aber ich wollte das Ganze so ein bisschen schneller durchrattern, weil es ist echt viel Information. Aber naja, ich höre jetzt auf zu reden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!